easy go. Jo Leute, Maxstar hier und heute natürlich wieder zu einem Fortnite Let's Play. Ja, natürlich kam wieder ein neuer Spielmodus. Leute, jetzt kommt ja viel häufiger wieder ein Spielmodus in Fortnite, so haben es mir auch viele Kollegen gesagt. Ja, wir spielen heute den Power-Up Spielmodus und zwar werde ich jetzt gleich mal lesen, was uns hier erwartet. Dieser Modus besteht aus zwei Phasen. Während der ersten Phase könnt ihr respawnen. Wenn ihr eliminiert wurdet durch die Verwendung von Schildgegenständen, erhöht ihr eure maximale Schildkapazität. Nach einer festgelegten Zeit wird das Respawnen deaktiviert. Wenn diese Phase beginnt, werden die Schilde aller Spieler automatisch voll aufgeladen. Die verbleibenden Spieler werden dann bis zum Ende kämpfen. Okay Leute, ja, das klingt eigentlich schon ziemlich spannend und vom Bild her sieht es eigentlich auch ziemlich spannend aus. Und es ist ein Solo-Modus, Leute, denn diesen Modus kann man nur auf Solo spielen. Aber ja, die meisten von euch wissen ja sowieso, was es in diesem Spielmodus gibt. Aber ich habe es jetzt trotzdem nochmals gelesen, Leute, um es noch besser verstehen. Ja, also auf jeden Fall würde ich wieder sagen, volle Kraft wieder voraus. Vielleicht erreichen wir ja heute Kills. Vielleicht sind wir in diesem Spielmodus heute stark. Ich weiß es nicht. Jeder Tag ist anders. Und jetzt, wo vor allem wieder die Zeit kommt, in Season 9 ist es, glaube ich. Ja, genau. Ist es jetzt Season 8 oder Season 9? Jetzt verwirrt mich auch noch die Season. Egal. Bei welcher Season wir auch sind, es kommt jetzt wieder eben öfter ein neuen Spielmodus und das finde ich eigentlich auch so mega cool. Es steht zwar im Menü, welche Season das wir sind, aber darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Finde ich jetzt ein bisschen peinlich. Aber egal, Leute. Ja, ich wollte einfach sagen, eben, es kommt jetzt wieder viel häufiger ein neuer Spielmodus. Und ich habe auch gehört, dass viel mehr Gegenstände wieder kommen. Ich glaube, jeden Tag kommen wieder neue Gegenstände oder irgendetwas so. Habe ich von Kollegen gehört, Leute. Ja, so, es sind nicht viele Spieler, Leute. Es sind nicht viele Spieler, also von daher nicht wundern, wenn viele Spiele wieder nicht gut sind in diesem Modus, dass ich wieder sehr früh abgeknallt werde. Aber ja, Leute, ich würde sagen, zuerst werde ich mir eine Waffe schnappen und dann geht's volle Kraft voraus. Da ist, glaube ich, nicht gut zum Landen. Aber egal. Irgendwann muss man einfach auf Risiko gehen, ob man will oder nicht. Und genau das tue ich jetzt auch. So, ich habe schon mal eine Pistole. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Okay, alles klar. Gut, ja, dann öffne ich mal die Chest. Oh, da hat... Oh, eine Sniper, ja, das sieht ja ziemlich geil aus. Oh, wenn wir ein Schild haben oder irgendetwas, das ist ja wie ein Schild, dieser Gegenstand hier. Ich muss es nochmal lesen, das ist der... Das ist South Pack. Das South Pack gibt ja uns auch Schild, also umso besser auf jeden Fall. So, okay, das ist eigentlich gut in diesem Spielmodus. Das erhöht die Kapazität, wie ihr ja gelesen habt. Oh, da haben wir den ersten Gegner. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh Leute, ja Mann, endlich wieder der erste Kill, ja Mann, so will ich das sehen, Leute. So, ausgerechnet bei diesem Power-Up-Spielmodus schon der erste Kill, so möchte ich doch loslegen, so macht es doch richtig Spaß. Genau das will ich sehen, Leute, ja Mann. So, vielleicht erreichen wir ja heute mehr als einen Kill, es sind 38 Überlebende noch und wir werden eben wieder neu gespawnt. Aber ich glaube auch nicht mehr, aber nicht allzu viel werden wir gespawnt. So, auf jeden Fall ist es jetzt wichtig, dass ich noch Material mitnehme, weil sonst bin ich dann auch nicht ganz so gut. So, okay. Dann möchte ich jetzt mal hier raus. Okay, Ziegelsteine haben wir genug. So, eigentlich sind wir gut in der Zeit und in der Zone sind wir auch. Also von daher könnten wir jetzt eigentlich noch das Ganze easy nehmen. Oh, ich habe den ersten Gegner gesehen, Leute. Ich könnte es jetzt probieren mit der Sniper. Falls ich den Gegner noch sehe. Oh, ich sehe einen. Oh mein Gott, komm schon. Nein! Wow, wow, wow. Oh, Leute, der zweite Kill. Alter, war das geil.
Oh mein Gott, ey. Also, dass ich heute 2 Kills schaffe, habe ich jetzt nicht gedacht. Komm, jetzt nochmals. Oh mein Gott, Alter. Alter Schwede, Mann. Oh mein Gott. Alter, ich habe den mit der Sniper voll getroffen. Ist es mein erster Sniper-Kill? Ich weiß gar nicht, hier in diesem Spielmodus. Ey, so geil. So geil, Mann. Alter Schwede, ich rasiere direkt in der ersten. Oh mein Gott, komm. Ja, komm. Okay, Leute. So, ich wurde einmal eliminiert. Aber ich werde nochmals neu gespawnt, Leute. Alter, war das ein geiler Kill, ey. Alter Schwede, Mann. Holy moly, ey. So, 3 Kills. 2 mit der Pistole und einen mit der Sniper. Also, das ist doch einfach der geilste Start, den ich je erlebt habe, Leute. So will ich das Ganze sehen. Gut. Ja, wir sind richtig gut von der Leistung her, würde ich sagen. Also, wenn wir schon so beginnen mit 3 Kills. Oh. Oh mein Gott. Wer möchte mich jetzt von hinten abknallen? Okay. Ich gehe lieber, bevor ich noch abgeknallt werde. Werde ich wahrscheinlich sowieso. Wenn ich ein zweites Mal nochmals neu gespawnt werde, dann okay. Wenn nicht, dann dumm gelaufen. Oh mein Gott. Alter, nochmals ein Sniper-Kill. Alter, und das noch beim Laufen. Während dem Laufen von dem Gegner. Alter, habe ich den getroffen. Oh mein Gott, Junge. Alter, ich kann's nicht fassen. 4 Kills. 4 Kills in einem Match. Und das danke ich noch. Und das noch, weil ich neu gespawnt wurde, ey. Heute ist mein Glückstag. Ich liebe diesen Spielmodus. Ey. Komm. Ne, den habe ich nicht getroffen. Oh mein Gott. Oh, der springt ab. Der springt ab. Oh mein Gott. Alter Schwede. Okay, so. 2 Kills mit der Pistole, 2 mit Sniper. So, den haben wir easy eliminiert. Der ist stehen geblieben. Jetzt haben wir 5 Kills, Leute. Oh mein Gott, ey. Alter, ich kann's nicht fassen. Ich kann's einfach nicht fassen, Leute. Ich kann's einfach nicht fassen. So, und wir werden nochmals neu gespawnt. Respawn verfügbar für 2 Minuten und 52 Sekunden, okay. Oh mein Gott, das sind gleich die nächsten Gegner. So, 37 Überlebende sind es noch. Das ist auch wirklich ein Modus, wo rasiert wird und ich glaube auch, dass andere da viele Chancen haben, aber dass ich heute gerade ausgerechnet 2-mal mit der Sniper treffe, ja. Das kann nicht jeder so schnell nachmachen, also die meisten halt schon, wo gut in Fortnite sind, aber auch nicht gerade jeder. So, okay. Ja, 5 Kills, Leute, ich bin sehr zufrieden heute von meiner Leistung her. Sehr zufrieden hingegen in der letzten Folge von Fortnite bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, Leute. Und ich denke, es tat auch mal wieder gut, eine Abwechslung von The Crew 2 wieder zu Fortnite. Ja, okay, der hat mich jetzt rasiert. So, ja, Leute, und nochmals werde ich neu gespawnt, aber bald ist das neue Spawnen vorbei. Ihr seht, eine Minute ist es noch etwa verfügbar. Und das Doofe ist gleich, also es ist wirklich eine Schlacht, kann man das sagen. Es ist wirklich eine Schlacht und ich glaube, ja. Oh, ich habe Glück. Das war jetzt meine Schuld. Das war jetzt definitiv meine Schuld. Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass ich in der Luft abgeknallt werde. Wenn ja, habe ich immer noch Chancen. So, die Zone wird immer kleiner, trotz 35 Überlebende. Ja, manchmal muss man offensiv spielen und ihr habt jetzt gesehen, es ist sehr positiv gekommen, als ich offensiv gespielt habe, Leute. Einfach der Hammer. Einfach der absolute Hammer, ey. Also, das ist einfach unglaublich, ey. Also, nee. Einfach zu geil, ey. Oh.
Okay, so. Ich glaube, jetzt ist es definitiv vorbei. Oh, nein, 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 nein. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Es ist noch nicht vorbei. Alter, das ist so geil. Könnte ich mich nicht neu spawnen, dann wäre ich schon längst am Arsch. Ja, und das Doofe ist jetzt auch, wieso ich mich nicht wehren kann. Ich habe nur die Sniper, ne? Gut, dann baue ich jetzt mal. Bauen ist auch wichtig. So, okay, Leute, ich probiere jetzt mal von hier. Na, Scheibe, kein Gegner gesichtet. Okay, ich muss in die Zone gehen. Ich muss in die Zone gehen. Oh, ja. Nein! Nein, Mann! Komm schon. Oh ja, komm, komm. Oh mein Gott, ey. Es wäre wirklich so mega geil gewesen. Nein, Mann! Alter, der wäre so ruhig... Alter, das wäre fast mein dritter Sniper-Kill gewesen in dieser Folge. Noch nie habe ich zweimal hintereinander oder... Ich glaube, noch nie habe ich zweimal in so einem Spielmodus und vor allem nicht in Solo einen Sniper-Kill gehabt. Und das auch noch, wo eine Person am Laufen ist. Alter. Ja, ich muss in die Zone. Es zwingt mich zu gehen und ich muss auch, leider, leider... Okay, na schön. Dann hole ich mir mal diese Waffe. Jagdgewehr oder... Nein, das ist kein Jagdgewehr. Was labere ich da? Oh, die ist gut. Ich glaube, die ist gut. Die ist neu. Zwar... Ich könnte diese dafür nehmen. Ich glaube, die ist besser. Ich nehme mal diese, oder nee? Ich nehme doch lieber... Ich nehme doch lieber diesen Revolver. Wir können sie ja mal mit dem probieren, Leute. Mit neuen Waffen in Fortnite... Was ist das eigentlich für einen? Revolver, okay, das ist einfach ein anderer Revolver, alles klar. Ich glaube, das ist wieder ein neuer Gegenstand und umso besser. 19 Überlebende sind es übrigens noch. Jetzt kann es dann wirklich ziemlich spannend werden. So, ich möchte ein bisschen Sniper-Kills machen, so langsam kommt es jetzt. Obwohl ich wirklich nie richtig gut war mit der Sniper. Heute ist mein Glückstag mit der Sniper, vor allem in diesem Power-Up-Spielmodus. So, ich muss aufpassen, denn von hinten können sie dann natürlich... Oh ja! Okay, Leute, so, er hat mich leider eliminiert, aber gute Leistung, würde ich sagen, ne? Wirklich super Leistung und so eine Leistung würde ich am liebsten jeden Tag von mir sehen, ob im Livestream oder im Let's Play, Leute, ihr kennt mich einfach. Ja, wirklich eine, die erste Runde war sehr, 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 sehr cool, muss ich sagen, also wirklich alles bestens, einfach der Hammer, Leute. Ja, so, ich würde sagen, wir werden jetzt nochmals eine Runde natürlich spielen, wenn das hier so gut geklappt hat. Einfach der Oberhammer, Leute. Ich sage einfach nur der Oberhammer. Ja. So, okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen... Geht's weiter? Gut. Okay. Wäre natürlich toll, würde ich nochmals so viele Kills erreichen, wenn nicht mehr. Ich habe jetzt insgesamt 4 Kills erreicht. Das war nicht schlecht, Leute. Das war nicht schlecht. Vor allem kenne ich diesen Spielmodus gar noch nicht so gut. Und ich muss sagen, ein Schildtrank, also ich hatte das Schild natürlich von dem South Pack natürlich. Und das erhöht ja die Kapazität. Das habe ich ja gelesen. Und eben, ich habe nicht damit gedacht, dass ich so gut bin. Heute in diesem Modus und das erfreut mich jetzt wirklich so und das erfreut sicher auch euch. Und ja, wirklich super Let's Play heute. Gut, ich bin jetzt am überlegen, ob ich es bei Neo Tilted probieren soll. Nein, ich glaube eher nicht. Könnte ich zwar machen, es ist sowieso so eine Schlacht, wo fast jeder eine Chance hat und irgendwie ist es auch so fair gemacht. Also ich habe das Gefühl, auch die, wo nicht so gut sind, werden dadurch trainiert, weil sie wirklich...
weil es sie auffordert, dass sie schießen müssen und nicht lange zögern dürfen. Und von daher finde ich das irgendwie wie ein Training. Und es könnte sein, dass ich deswegen vielleicht mich jetzt ein bisschen verbessert habe. Wenn das so ist, dann ist es auf jeden Fall super. So, das gehört auch zu dem Schild und das erhöht natürlich auch die Kapazität wie sonst. Gut. Okay. Ja, komm. Ja, toll. Oh, komm schon mit der Arena, komm. Oh, der will nicht locker lassen, ne? Dankeschön, oh ja. Ah, Scheibe. Ja, jetzt habe ich auch eine Waffe, Freundchen. Ha! Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt habe ich auch eine Waffe. Das war jetzt eine gute Taktik, Leute. Oh mein Gott. Oh! Oh, Leute. Das war souverän. So, wieder einen Kill, Leute. So will ich das sehen. So, ich werde jetzt mal gleich Bandage mal anbringen. So, jetzt habe ich alles im Griff, Leute. Oh, okay, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, es ist allgemein so, oder ist es nur in diesem Spielmodus so? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ihr wisst das auf jeden Fall besser. Aber, ja. Schön, wenn es ein bisschen sich verändert hat und wenn man es merkt und wenn es ein neuer Spielmodus ist. Das ist doch super. Oh ja, ja, der kommt, der kommt. Ja, jetzt kommen beide, ne? Ich glaube, jetzt sind beide hier. Ja, na, Scheibe. Wenn ich am Nachladen bin... Oh, mein Gott. Okay, der hat mich nicht eliminiert. Das ist nicht mein Kill. Aber ich werde neu gespawnt, Leute. Und irgendwie ist es wirklich, für mich ist das wirklich wahres Fortnite, Leute. So soll Fortnite doch sein. Es sollten doch alle eine Chance haben. Ihr seht, ich bin theoretisch ja nicht gut in Fortnite. Und jetzt habe ich endlich die Chance, Leute. So sollte Fortnite sein. Genau so. Das ist pur Fortnite. Genau so soll es sein, wenn es um die Schlacht geht. Genau so. Okay. Zum Glück werde ich nochmals neu gespawnt, aber ab einer gewissen Zeit geht es dann nicht mehr. Aber ich hatte bis jetzt auch gutes Glück. Von daher erfreut mich das auch. Wo sind die anderen Gegner? Ich bin wieder bereit. So, ich nehme die Waffe in die Hand. Und wo sind die anderen Gegner? Die sind nicht. Oh. Alter Schwede. Was ich für Tricks langsam auch noch drauf habe, um diese Gegner zu eliminieren, ey. Einfach bombastisch. Bombastisch, Leute. Ich kann es kaum fassen, wie ich mich gesteigert habe in Fortnite. Am Anfang mit 2 Pistolenkills, 2 Sniperkills und jetzt hier noch 2 Kills. Also das nenne ich doch mal super, Leute. Aber eben, ich habe auch das gute Glück, wenn ich jetzt nicht neu gespawnt werden könnte, dann wäre das auch ein Pech für mich. Aber heute ist wirklich tatsächlich mein Glückstag. Und der dritte Kill ist am Start, sehr schön. Ja, der hat mich jetzt eiskalt erwischt. Aber was ich auch gut finde an diesem Spielmodus, was man ganz ehrlich sagen muss... Normalerweise, also ich finde es allgemein so gut, wenn man neu gespawnt wird bei einem Spielmodus, dass die Gegenstände immer noch bei einem sind, weil es wäre ja ganz schön kacke, wenn das nicht so wäre. Okay, anscheinend sind es schon 4 Kills. Ich hatte zuerst eigentlich erst 3, aber anscheinend sind es jetzt schon 4. Okay, ja, das macht doch Spaß, Leute, so soll es doch sein. Auch wenn man neu gespawnt wird, genauso stelle ich mir das vor und so... sollte doch Fortnite sein.
Also man sieht es halt eben zum Vergleich, dass ich da mich wirklich gesteigert habe in diesem Spielmodus. Aber eben, das ist wahrscheinlich, weil es da andere Regeln hat. Ich würde sagen, Leute, wir spielen natürlich diese ganze Runde und okay. Neues Spawnen ist noch 2 Minuten verfügbar. Ich würde sagen, wir spielen noch diese Runde zusammen und dann würde ich dann sagen, beende ich dann für heute die Folge. Ja, wirklich super Spiel heute. Die erste Runde und die zweite Runde, wirklich. Das ist spannend, Leute. Das ist spannend. Okay, jetzt bin ich bei Neo Tilted. Uiuiuiui. So, der fünfte Kills. Der fünfte Kill, wollte ich sagen. Komm. Da ist er. Und der sechste Kill, ey. Ja, Mann. Also, dass ich ausgerechnet jetzt noch bei Neo Tilted rasiere, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt sind es sogar 6 Kills, Leute. Alter, oh mein Gott. Ich feiere das einfach, Leute. Auch wenn ich neu gespawnt werde und das einfach etwas ganz anderes ist. Ich feiere das einfach, weil nie im Leben bin ich so gut in Fortnite. Und das ausgerechnet bei diesem Modus. Und nie habe ich, glaube ich, 2-mal hintereinander mit einem Sniper getroffen. Vor allem nicht in so einem Match. Aber dieser Modus ist sowieso neu, aber ich meine allgemein. Alter, das ist einfach der absolute Hammer. So, 6 Kills sind es jetzt, Leute. Wo wird gekämpft? Wo wird gekämpft? Okay, ich habe jetzt nur noch diese Waffe. Ich nehme lieber diese. Ja, die ist gut. Die, genau die, die ist gut. Nee, 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 nee. Bandage, so. Ja, ich nehme, glaube ich, lieber diese goldige hier, die ist besser. So, alles klar, dann geht es weiter. 35 Überlebende sind es übrigens noch, wir haben 6 Kills. Super auf jeden Fall, wirklich tolle Leistung, ich bin nur zufrieden, Leute. Gut, ja, dann würde ich doch mal sagen, gehe ich mal weiter. Okay, bis jetzt sind keine Gegner hier, umso besser vielleicht auch. Also man muss schon sagen, irgendwie läuft es schon ziemlich ruhig ab und irgendwie zwischendurch herrscht dann wieder sehr, sehr viel Krieg in diesem Spielmodus. Aber das ist genau der perfekte Spielmodus, Leute, für mich. So, das neue Spawnen ist ab jetzt nicht mehr verfügbar. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Und dann war es das auch schon für diese Folge. So, ich muss in die Zone gehen, Leute. Es wird bereits angezeigt. Und ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Also beides vor allem auf 100%. Das ist doch super, Leute. 100% beim Schild und 100% beim Leben. Das ist doch einfach mehr als super, Leute. Und das noch mit 6 Kills. Wo sind jetzt die anderen Gegner? Okay, die kommen dann irgendwann wieder. So. Jetzt bei dieser letzten Runde in dieser Folge möchte ich wenigstens vielleicht noch probieren, wenigstens etwas. Und nicht nachlassen. Also, die Zone ist wirklich mega klein. Oh, da haben wir einen. So, ich baue jetzt auch. Ich baue jetzt auch. Ich baue, ich baue, ich baue, ich baue, ich baue. Toll. Toll. Ja, toll, toll, toll. Okay, ja. Egal, Leute. Ja, der Einsatz war mehr als super, Leute, würde ich sagen. An dieser Stelle würde ich sagen, war es das auch schon für diese Folge. Mir hat es unnormal super gefallen, auf jeden Fall wieder. Wieder mal einen schönen Glückstag und vor allem das noch mit 2 Kills hintereinander mit der Sniper und dann noch mit der Pistole und dann mit weiteren Kills. Einfach super Tag, Leute, sage ich nur dazu. Und ja,
Ich hoffe, euch hat's gefallen, Leute. Mir hat's, wie gesagt, einfach super gefallen. Und ich wünsche euch natürlich einen schönen Abend und bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.